Hallo America Muscle Freunde, hallo YouTuber, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen hier zum Aufbau unseres gemeinsamen neuen Drift Monsters in Need for Speed. Wir haben ja das letzte Mal fleißig mit unserem Beetle ordentlich Erfolge reingefahren, vor allem auch Kohle reingefahren. Jetzt geht es darum, dass wir uns einfach mal ein neues Auto aufbauen. Gewünscht wurde sich auch mal eine neue Generation, nämlich einfach mal, oder ein neues Genre, Ami. Genau, ich habe mich für den entschieden, weil er einfach günstig ist und trotzdem viel, viel Leistung bietet. Und den werden wir heute einfach mal wunderschön ein bisschen gestalten. Leistung ist für mich jetzt erstmal sekundär. Warum? Ganz einfach, weil das Spiel halt so tickt, dass es im Prinzip Boogie-Woogie ist. Ne? Ob du jetzt... Oh, das sieht nice aus. Oh, das sieht nice aus. Brauchen wir gar nicht reden. Will ich haben. Danke. Das gefällt mir. Ich hoffe, ich kann nachträglich die Felgen und sowas noch ändern. Aber ich glaube schon, ich glaube, das geht noch. Also die Felgenfarbe und so ein Kram. Wir werden, na, passt mal auf, wir machen das so. Bearbeiten. Farbe. Ich werde den Wagen mal so machen. Einfach, weil wir die Spoiler dann besser erkennen. Und ich glaube, so hässlich sieht das Ganze. Änderung speichern. Neuer Speicherslot. So hässlich sieht er nämlich jetzt auch nicht aus. Nur mal so am Rande erwähnt. Gut, wir fangen wie gewohnt an mit Optik-Tuning. Da bin ich mal gespannt, was es für den Wagen gibt. Ui, keine Stoßfänger. Okay. Spoilerlippe. Süß. Aha. Oh, ja, das ist Schneeflugmodell. Ich habe schon gesehen, da gibt es auch was von Liberty Walk. Schaut es euch an, Liberty Walks. Machen wir das schon mal drauf. Das gefällt mir. Liberty Walk. Macht auf jeden Fall schon mal was her. So, was haben wir noch? Seitenbleche. Süß. Wirkt total deplatziert. Was haben wir noch? Motorhauben. Auch richtig geil. Aha. Sieht alles irgendwie scheiße aus. Okay. Kotflügelverbreiterung. Ui. Jawohl, ja. Bist du Liberty Walk? Ja, du bist Liberty Walk. Okay. Das sieht scheiße aus. Aber das könnte mir gefallen. Der wird sowieso, der wird richtig böse. Der wird fett. Der wird, böse. Fett und böse. Das ist keine... Das sieht scheiße aus. Das sieht noch beschissen aus. Das sieht aus... Du, ich habe einen Winkel vergessen anzubringen. Lassen wir weg. Lassen wir weg. Den machen wir richtig schön oldschool breit. Einfach nur breit muss er werden. Vielleicht finden wir ja doch noch eine andere Hutze. Machen wir den mal... Nee, da passt das Design nicht dazu. Das sieht aber auch scheiße aus. Serienmäßig. Wir lassen den mal serienmäßig. So, was haben wir denn noch alles Schönes? Habe ich das gerade richtig gesehen? Das ist keine... Es gibt kein Bodykit. Ich würde aber meinen Arsch drauf verwenden, dass es ja sehr viel Liberty Walk gibt. Ja, genau. Oh. Nein. Ja, machen wir die mal dran. Was haben wir noch? Seitenschweller. Gibt es nichts von Liberty Walk? Machen wir wenigstens die Kohlefaser-Dinger dran. Okay. Kotflügel hinten. Liberty Walk. Und hässlich. Wir machen Liberty Walk mal dran. Ah, der hatte hinten noch so eine Scheiße draufgeklebt, der Kunde. Nee, das kommt natürlich überhaupt nicht dran. Wir machen mal Bodykit. Oder Diffuser. Nach wie vor erkennt man überhaupt nicht, was das hier eigentlich drunter darstellen soll. So, ein bisschen hin und her dingsen hier. Er sieht scheiße aus, dachte ich mir schon fast. Das sieht auch scheiße aus, oder? Mit diesen, naja, wohl, das kann man vielleicht sogar noch machen. Auspuff. Oh, jetzt geht's ab. Ja. Ja. Total. Oh, ja. Nein. Nein. Kann man machen. Ja, komm, wir machen die gekippte Version dran, weil meine Laune, die kippt ja sowieso im Sekundentakt um. Was haben wir noch? Diese Diffuser ist eigentlich... Sieht scheiße aus. Machen wir ihn so. Nummernschild. So, wir kommen aus Kalifornien, demzufolge machen wir das Ganze wieder so. California. Okay, Rahmen ändern, dann machen wir natürlich... Ah, wir können das machen. Vielleicht lasse ich den sogar auch weiß, bin mir nicht ganz sicher. So, und dich nenne ich jetzt die... Drift Beast. Drift Beast. Genau, das gefällt mir. Sehr schön. Hier haben wir nix, hier haben wir nix, hier haben wir dafür umso mehr. Was gibt's denn hier? Nein. Oh, Liberty Walk. Jawohl, brauchen wir gar nicht weiter gucken. Aber ihr wollt wissen, was es noch so gibt, ne? Nur noch die Abteilung Potten hässlich und ich überbreche mich dreimal.
Ich erbreche mich, nicht ich überbreche mich. Das Design gefällt mir übrigens nicht mehr, wegen dem scheiß hässlich großen Aufkleber drauf. Gut, hätten wir das fertig? Das haben wir fertig. Ich gucke mir erstmal neues Design an, bevor wir hier auf Felgen und sowas überwechseln. Was haben wir denn hier noch? Die Bibliothek. Nein. Nein. Ja. Aber sowas von ja. Ich glaube, das geht auch nicht richtig auf, weil ich glaube hinten, obwohl das kann man schon lassen, das ist okay. So, wir waren auch noch nicht fertig. Jetzt können wir noch mal schauen, was die Optikabteilung hergibt. Zwecks Motorhaube. Das sieht alles zum Kotzen aus. Lassen wir es so. Wir lassen den Wagen einfach da Serie. Gut, passt mal auf. Wir machen hinten. Na doch, irgendwas hat der Hubel. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas hat er. Hinterräder. So, passt mal auf. Jetzt geht's ab. Bremsscheiben. Nein, wir fangen mit Felgen natürlich an. Felgen. Felge wechseln. So, was gibt's denn da Schönes? Hm. 1552. Okay. Outlaw. Na, bin ja nicht ganz entschlossen. Ich lasse mich gerade mal inspirieren, ob mir irgendwas spontan in die Fresse schlägt und sagt, fahr mich. Die haben irgendwie was. Ich weiß auch nicht warum. SSR MK3. Okay, merken wir uns mal vor. Wollt ihr auch was haben? SSR TF1. Dreiteilig. Ich glaube, die sehen ganz nice aus. SSR. Was war's? Ich hab's wieder vergessen. TF1. SSS. Oh Gott. Primäre Farbe. Das machen wir dann zum Schluss. Das machen wir dann zum Schluss. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt vorne die Felge noch drauf basteln. Aber ich glaube. Naja, ich kann euch schon hören, Tom, die Felge ist nicht wuchtig genug. SF. Work, work, work. Komm schon. Diese Sortierung nicht nach Buchstaben, sondern nach Preis, das ist auch der letzte Kack. TF1. Pass mal auf, jetzt machen wir erstmal die Felge auf Männergröße. Nein. Männergröße. Das ist Männergröße, okay. Ich würde die Felge primäre Farbe. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich will die ungefähr so wie den Lack haben. Zumindest. Ich glaube, das kann ich fast knicken, oder? Das genau hinzukriegen, dürfte irgendwie Ding der Unmöglichkeit sein. Gut, dann machen wir es anders. Dann machen wir es einfach Black. Was ist denn das für ein Schwarz, Alter? Das ist doch kein Schwarz, was du mir hier vorschlägst. Das ist Schwarz. Okay, matt, nein. Hochglanz, Chrom. Das könnte was werden. Auf allen Felgen bitte anbringen. Was haben wir noch? Was ist denn das? Ah, das ist das Felgenbett. Alles klar. Das lassen wir natürlich in Chrom. Ich glaube, Chrom sieht hier echt noch ein bisschen besser aus. Das gefällt mir so. Ja, Chrom ist okay. Klarlack, nee, nee, nee. Ein bisschen Blinky-Blinky muss schon dran. Chrom und das bitte auch auf allen Felgen anbringen. Sehr schön. Hätten wir das fertig. Jetzt geht zwar mein Design nicht mehr auf, so wie ich es eigentlich vorhatte, aber mein Gott. Toyo Tires, Speed Hunters. Vielleicht mal keine Beschriftung machen. Falken. Falken wurde mir auch für den Beetle vorgeschlagen. Soll ich da drauf machen? Toyo. Speed Hunters. Wir machen einfach mal ohne Schrift und so ein Kram drauf. Felgen haben wir. Die Brembos. Würde ich sagen, die Stop-Tags sind da eine ganze Ecke. Wilwood hat man noch gar nicht, ne? Machen wir Wilwood rein. Was ist denn das? Das Einkolben? Warte mal, das ist eine Dreikolben. Das erkennt man so schlecht, ne? Das ist Typ 1. Ich glaube, das ist Typ 2. Steht da irgendwas dabei? Nö. Wobei das ein bisschen. Das sieht mächtiger aus für die Vorderachse. Machen wir das mal vorn drauf.
Hätten wir das? Bremsscheiben. Du musst schon echte Augen in der Hand nehmen, um überhaupt noch was zu erkennen. Keramik, geschmiedet, geschlitzt. Lass mal so. Okay. Hätten wir vorn fertig. Hinten kommt das gleiche jetzt. Erstmal wie Männer. Halt, erstmal die gezogene Variante. Was sind gezogene? Das steht auch immer wieder in den Fragen drin. Und zwar gezogene sind im Prinzip Reifen, die zu schmal sind für die Breite, für die Felge. Die werden in die Breite gezogen. Früher war das ganz, ganz beliebt. Auch bei meinem Calibra hatte ich hinten gezogene drauf. Ich hatte von 7,5 Zoll auf, also 215er, rundum eigentlich, vorne auf 7,5 Zoll und hinten auf 9 Zoll. Und dadurch, dass die Felge hinten breiter war, war der Reifen am Ende gezogen, was dazu führte, dass der Reifen oder die Felge stand aus dem Rathaus raus. Die Lauffläche war aber im Rathaus. Das hast du früher noch eingetragen bekommen. Heutzutage hast du da einfach verloren. Heutzutage muss wirklich alles im Rathaus sein. Leider, leider, leider. Gut, das haben wir alles fertig. Hier machen wir natürlich auch wieder die berühmte Willwood drauf, die etwas filigranere Version. Und ne, das hat man. Und hier hat man auch die geschlitzt. Genau. Oder machen wir doch Keramik drauf? Komm, wir machen mal Keramik drauf. Was soll der Geiz? Keramik braucht das Volk. Bremsscheiben. Keramik gelocht. Wie auch immer das funktionieren soll. Gut, und da hätten wir zumindest jetzt die Optik so Pi mal Daumen rein. Die optische Optik, ne? Jetzt machen wir den erstmal schön tief, den Bock. Der muss runter. Leichter Keil. Und dann runter damit. Mal komplett, damit es richtig affig wieder aussieht. Maximum. Hinten ist der Kotflügel zu breit für Maximum. Minimaler Sturz. Auch minimaler Sturz. Er sieht doch gar nicht mal so hässlich aus, finde ich. Der hat auch keinen Blödsinn draufgeklebt. Wisst ihr, was wir uns ja auch mal gönnen? Die Anlage. Ja, das hat sich tierisch geändert. Das gefällt mir. Okay. Anbauteile gibt es da keine mehr hier. Gut. Hätten wir das zumindest fertig? Handling-Abstimmung. Oh mein Gott. Warte mal. Ne, wir machen doch erstmal ein bisschen wie Leistung. Nicht allzu viel. Und zwar die Handbremse lasse ich gleich. Die Bremsen. Einfach nur, weil ich die einstellen muss und will. Reifen. Ich sollte nicht immer die besten drauf machen, wurde mir auch mal gesagt. Aber vielleicht mache ich hier extra für das Drift-Zeug. Ein Diff machen wir auch einstellbar rein. Aber ich will den gar nicht großartig viel Leistung verpassen. Ich will den leistungsmäßig relativ so lassen, wie er aktuell ist. Hier machen wir ein Aktionsnitro rein. Weil es ist eine Driftkarre, den sie voll gebraucht hat, ein bisschen Aktionsnitro. Kupplung machen wir eine andere rein. Auspuff auf jeden Fall. Krümmer und so lasse ich mal. Nockenwellen bringt ein bisschen was, vor allem Drehzahl. Motorblock und so lasse ich alles, lasse ich alles. Ihr werdet euch bestimmt fragen, warum? Warum? Weil die. Das ist halt der ultimative Test, ob die KI wirklich so brettern ist, wie ich mir das vorstelle. Nämlich, dass die sowieso nur mit der Leistung antreten, die du auch hast. Warum sollten wir uns das Leben unnötig schwer machen? So, wir werden den Wagen ultimativ ein bisschen auf Drift abstimmen. Bitte sehr auf Drift abstimmen. Mal dann so eine Runde drehen und gucken, was passiert. Ne? Das ist jetzt mein Test. So, Abtrieb weniger, Bremskraft mehr, Bremsbalance ist mehr auf vorn, das ist gut. Federhärte machen wir ein bisschen härter. Scheint, wie es aussieht, was zu bringen. Und Lachgas natürlich volle Kanne auf Leistung. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal unser Beast und was ist? Bleibst du mich auch? Alles klar. Das Ding geht los, da habe ich keine Zeit zum Telefonieren. Olga sagt, das Ding geht los, da geht das Ding jetzt los. Los, los. So, schau mal, wie der Hubel sich fährt. Ich könnte den auch Hulk nennen, weil er ja grün ist, aber. Fetter V8. Und so die Optik sollte eigentlich klar gehen. Der wirkt draußen deutlich höher als in der Garage. Okay, der quält sich echt ein bisschen mit Kurven.
jetzt passiert. Okay, ein bisschen mehr Pfeffer kann er, wie es aussieht, gebrauchen. Mich würde auch mal interessieren, warum der bei manchen Autos die Gänge nicht findet. Das ist ja furchtbar. Ich sehe schon, wir haben jetzt ein Auto uns aufgebaut, was überhaupt nicht fährt. Dann kriege ich echt einen Brechreiz hier. Der braucht mehr Leistung, weil die Reifen halt auch sehr, sehr gut sind. Gut, also, nein, das bleibt gleich. Wir verpassen dir etwas Leistung. Das geht relativ schnell, indem wir dich einfach mal gnadenlos aufladen. 800. Da war doch noch irgendwas mit 8,3. Ne, das war 3,3, alles klar. Machen wir dich rein. Ja, und jetzt geht's sowieso los. Jetzt können wir dir eigentlich auch klein noch hier Ansaugkrümmer verpassen. Wir sind eh gleich pleite. Und hier, komm, ein bisschen Ladeluftkühler kriegst du auch noch. So, jetzt reicht's aber, mehr kriegst du nicht. 1000 PS, das muss reichen. Gott, wir haben noch nicht mal alles drin, das Ding hat schon 1000 PS. Neuer Test. 500 reichen nicht. 500 PS, da würdest du, glaube ich, so gut wie jeden Reifen zum Vernichten bringen. Außer es ist ein Semi-Slick oder sowas. Oder ein richtiger Slick. Aber selbst der, wenn der einmal auf Temperatur kommt und ein bisschen ins Rutschen kommt, dann geht's ab hier. Ja, aber wurde nicht mal gesagt, dass so Neons in sowas reinkommen sollen? Davon habe ich doch gar nichts gesehen. Aber vielleicht gibt es ja die Neons auch nur für ganz bestimmte Fahrzeuge. Der fährt sich sehr schwammig. Man merkt auf jeden Fall das Gewicht des Fahrzeugs. Also für 1000 PS. Wow, schönes Geräusch. Okay, ab auf die Karte. Was ist da los? Bezwinge hier Ken für Arme. Jetzt los. Was ist für Geräusch, Alter? Was ist jetzt passiert? Sexy Carwash oder wie? Sehr strange. Wo ist er denn? Hier oben ist er. Das war ein Drift-Rennen, soweit ich weiß, ne? Mentale Blockade auf schwer. Drift in Style. Ich weiß nicht, ob das Auto das Richtige ist. Wir probieren es einfach mal aus. Mentale Blockade ist das nicht. Das ist es doch, oder? Das habe ich beim Lukas schon mal gesehen. Mentale Blockade. Der ballert da die Strecke runter. Als wäre es das Normalste der Welt. Also bereitet euch schon mal vor. Das Ding wird jetzt richtig uns Nerven kosten. Ihr wollt das Auto von außen nochmal sehen, ne? Nein! Warum ist das Auto jetzt gelb und nicht mehr grün? Oh mein Gott, jetzt fahre ich gegen andere Leute. Was ich ja gar nicht will! Aber mir gefällt das Design, das ist sehr schlicht. 135.000 Punkte. Gegen Ken the fucking Block. Alles klar. Ken the Man. Wieder Level Plus. Wie oft mache ich jetzt ein Level Plus in dem Spiel? Tausend PS, das Ding kommt nicht aus dem Kessel raus hier. Okay, der ist zu sehr auf Drift eingestellt. Also Gesetz des Falles, wir gewinnen jetzt nicht beim ersten Mal, müssen wir auf jeden Fall am Setup noch wieder was drehen, weil der ist zu schwammig unterwegs. Also quer kommt er ja, aber guckt es mal an, der kommt überhaupt nicht aus dem Quark, der ist...
fast behaupten wollen, dass den Erdbaum in unserem Beetle fahren können. Weil allein vom Topspeed her wird uns kein Block hier ordentlich um die Ohren fahren. Die Punkte werden nicht das Problem sein. Grüß dich. Ach, der fährt. Okay. Einmal den Berg hoch und einmal den Berg wieder runter. Okay. Nee, der Ami fährt sich echt komisch. Mit 1000 PS, das nimmst du dem Auto überhaupt nicht ab. Überhaupt nicht. Sieht auch langsam aus, ne? Ich fahre ja gerade mit 100 rum. Ich habe 1000 PS unter dem Arsch und zingel hier mit 100 km/h um die Kurven. Das ist, glaube ich, das langsamste 1000 PS Auto, was ich jemals gesehen habe. Läuft bei mir. Ach, vergiss es doch, Mann. Ich hol's beim Beetle wieder. Ist das Ding lahm? Ist das Ding lahm? Viele werden ja sagen, Tom, fahr doch weiter. Nee, das macht keinen Spaß mit der Karre. Das macht mir ums Verrecken keinen Spaß, weil das kann ja nicht sein, dass ich mit 1000 PS überhaupt... Der ist so schwammig, ey. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wir gehen halt vom Drift wieder ein bisschen was runter. Mein Gott, ich springe jetzt zur Garage, dann stell mich doch bitte schön gleich rein. Ich danke euch. So, von der Optik her finde ich den geil. Der Sound ist geil, das passt alles. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass das Ding 1000 PS hat. Der müsste ja eigentlich die Hinterreifen vernichten, da ist ja nicht mal das Auto richtig an. Wir haben doch 1000 PS, oder habe ich da irgendwelche Scheiße gesehen? Okay, können wir mal gucken. Wir machen erstmal das hier ein bisschen... So, machen wir den mal. Wir haben 1029 PS und das Ding kommt nicht um die Kurven. Hier, komm. Soldergeiz. Kriegst du den großen Zylinderkopf rein, dann hast du 1100. Einen großen Motorblock, weil du hast so... Oh, ich habe zu wenig Geld dafür. Steuergerät noch drauf. Hier, Zündkabel kriegst du noch. 32 Credits, Alter. Jetzt aber. Jetzt bist du bitteschön willig. Und kommst um die Kurve rum. Das kann nicht sein, dass es 1200 PS oder was der Hubel jetzt hat. Das ist doch nicht normal. Vielleicht liegt es ja wieder an Reifen. Vielleicht soll ich mir billigere Drift-Reifen kaufen, weil die weniger Traktion bieten. Ticke ich da richtig? Aber ich brauche da ab einer gewissen Leistung bessere Reifen. Weil ansonsten geht das Ding ja nur noch quer. Was ich ja wiederum auch nicht will. Und der sieht immer noch so scheiße hoch aus, wenn ich draußen bin. So. Candyman, wo bist du? Da oben ist er. Die Mentholblockade. Auf geht's. Das Ding fahren wir heute durch. Kostet es, was es wolle. Wir brauchen einen Haufen Geld, ne? Unser Beetle können wir aktuell nicht weiter aufbauen. Uns fehlt so ein Haufen Kohle. Nicht wieder Y drücken, um nochmal das Auto von außen zu zeigen. Okay, wir starten! Ja, das sieht ja schon mal ganz anders aus. Grüß dich. Wieder die Punkte sollten nicht das Problem sein. Insofern probiere ich hier möglichst sauber durchzufahren.
Die Probleme wird eher die Zeitbarriere uns stellen. Das Problem. Ich halte einfach meine Fresse und fahre, okay? Geht doch. Die Idee, dass andere Leute in deine Rennen reinplatzen, ist zwar ganz lustig, ist aber auch sehr frustrierend, wenn du wirklich am Limit gerade fährst und am Ende genau wegen so einem Moment das Rennen dann nicht gewinnst. Bin ich nämlich letztens schon abgebogen, um meine Fritten zu suchen. Fährt er sich jetzt anders? Ja, du kannst länger im Drift halten. Schwammig und schwerfällig ist der Wagen immer noch. Daran hat sich nichts geändert. 90 Checkpoints sind es insgesamt. Also Drift ist da super geeignet. Weil quer geht der Hubraum hat er. So, die Punkte sind, haben wir schon mal rein. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Jetzt könnte ich im Prinzip einen auf dicke Hose machen und einfach probieren, sauber zu fahren. Oh Mann. Ich habe auch keine Idee, wie viel Zeit man wirklich hier hat, ob man hier rumspielen kann oder ob man sich wirklich ranhalten muss. Insofern probiere ich jetzt einfach mal das Ding wirklich gerade nach Hause zu fahren. Danke. Wenn wir jetzt mitbekommen sollten, dass die Punkte zwar reichen, aber die Zeit nicht reicht, wo geht's hier lang? Dann fahren wir das Ding mit dem Beetle. Weil der ist einfach vom Handling her eine ganze Ecke besser. Ihr habt auch den Kurs irgendwie total besoffen kreiert, oder? Aber es ist ein Zusammenschnitt von allen Assi-Strecken, die das Spiel zu bieten hat. Ich weiß, dass ich langsam bin. Klang finde ich übrigens geil von der Karre. Oh oh. Zwei Kilometer wird eng, ne?
Ich dachte schon, es ist wieder soweit. Es wird verdammt eng. Och, nicht mein Ernst jetzt, oder? Oh. 200 Meter, schaff mal. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wir sind hier durch, ey. Oh. Gut, mit dem Ding kannst du vielleicht auch viel Geld machen oder so. Okay. Gibt einen Haufen Punkte. Das ist schon mal gut. Noch was offen jetzt hier, oder? Hey Mann, Ken hier. Sollen wir uns beim Bunker treffen? Muss einiges mit dir und Manu besprechen. Bis später, Kumpel. Logo, wenn Ken Block sagt, wir treffen uns im Bunker, dann lasse ich ihm natürlich nicht warten. Die Anspacken können mich mal. Ab geht's zum Bunker. Was will denn der Herr Block von uns? Bin mal gespannt. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Punkte der zusammengefahren hatte. Eine Legende. Das ist so einer, das ist wie Jesse James, das ist auch so ein richtiger Outlaw. Also, ich muss wieder ein Stück vorfahren. Ne, ich muss bloß Taste drücken. Fährst du bitte wieder gegen die Wand? Ne, macht er nicht. Bin mal gespannt. Oh, Party! Danke, Mann. Gratuliere, das war Wahnsinn. Alles klar, wir sehen uns dann. Na klar. Okay. Ken, du musst dieses Video von Risky Devil sehen. Oh, du kennst diese Typen? Oh ja. Komm. Habt ihr das gehört? Product Placement. Ich kenne mich als Location Scout. Ich bin ein Honiger. Nein, wie cool. Yeah. Wie fühlt sich das an? Ihr seid jetzt bei den Besten dabei. Das haben wir ihm zu verdanken. Aber auch nur, weil er uns hatte, richtig? Yeah. Oh, ich muss wohl los. Auf Ruhm und Reichtum. YouTuber oder was? Ne. Auf Ruhm und Reichtum. Yeah. Yep. Du bist auch YouTuber. Warum schmeckt die Brühe so beschissen? Okay. Voll die geile Party. Ich fühle mich total animiert. Ken Blocks Wagen ist jetzt verfügbar. Wir haben Menu abgeschlossen. Ja, geile Meile. Was ist denn jetzt noch offen? Risky Devil ist das Einzige, was noch offen ist, oder wie? Komm, wir machen noch Risky Devil Rennen hier. Und die Outlaws sind auch noch offen. Alter! Um was geht's hier? Drifte im Pulk. Geht los. Das machen wir auch noch. Wisst ihr was, wenn wir jetzt einmal schon dabei sind, geht's ab. Ich will den Wagen nicht umsonst aufgebaut haben. Zudem brauchen wir noch ein bisschen Geld, um den hier komplett mal auszustatten. Also komplette Leistung reinzupeitschen. Auf geht's. Engel können Teufel fangen. Oh. Ja, ihr fangt Engel und ich fang Schilder. Alter. Fährt das Auto wieder komplett anders. Es ist so krass, wie sich das Handling unterscheidet von den Events auch her. Du mir noch meine Karre fährst, ey, ich sag dir, ich zerr dich raus und hau dich in die Bucht. Jetzt krieg ich wieder keine Punkte, weil ich von der Gruppe zu weit weg bin.
So, die fahren natürlich wie die Geisteskranken davon. Macht ja keinen Sinn zu warten. Ein Golffahrer driftet in Anführungszeichen mir in der Seite. In der Front. Wir haben so viele Punkte schon weggeschmissen. Danke fürs Drehen. Das wird, glaube ich, nichts, weil wir zu viel verloren haben. So, wie du mir, so ich dir. Jetzt bin ich wieder nicht mehr in der Gruppe drin. Och, Mann. Können wir gleich nochmal neu anfangen. Zum Kotzen, ey. Das mit den Gruppenzwang, das ist doch so bescheuert. Die warten da auch nicht auf mich. Jetzt geht's wieder los, ne? Merkt das? Das Biest kommt wieder durch. Und nochmal. Ich muss nur dabei bleiben. Mit welchem Auto haben wir das denn das letzte Mal gemacht? Du gehörst jetzt zur großen Show. Also lass uns starten. Ja, ja. America Muscle. Psst. Das ist so affig. Wie hat denn die Karre so schnell... Hör auf, mich drehen zu wollen, Mann. Das kannst du mit einer Pizza im Ofen machen, aber nicht mit mir. Das Auto fährt sich so rutschig. So, als hätten sie die Straße vorher noch mit Seife irgendwie eingerieben. Jetzt kommen jetzt endlich mal ein paar Punkte ins Haus hier. Läuft bei mir. Hört auf, mich drehen zu wollen, ihr scheiß KI-Fahrer, echt. Meine Güte. Gruppe heißt, wie es aussieht, da reicht sogar einer aus, den ich spielen kann. Oh, der jetzt wieder herkam, ist mir auch ein Rätsel, aber mein Gott, das ganze Spiel ist mir ein Rätsel. 1000 PS und am Arsch und ich komme den kleinen Toyota GT86 nicht hinterher. Das ist so... Jetzt kriege ich natürlich wieder keine Punkte mehr, weil die KI wieder wie von allen Sinnen fährt. Nö, das Rennen können wir knicken, weil die uns einfach davonfahren. Regt mich sowas auf? Ja, weil es einfach... Das ist Schwachsinn! Das ist Schwachsinn, dass das Spiel... Ach,
fickt euch doch echt. Entschuldigung, aber das ist der letzte Ranz. Das ist der letzte Ranz, sowas. Wie kann man so eine Scheiße programmieren, echt? So, es ist, glaube ich, wieder mal das Ganze erreicht, dass ich mir jetzt sage, ich höre jetzt auf, für heute aufzunehmen. Weil das ist echt der größte Witz überhaupt. So, wir haben die Outlaws noch offen, wir haben Amy noch offen und dann sind wir durch. Dann haben wir es geschafft. So viele Rennen sind jetzt hier, glaube ich, nicht mehr da, wo wir hier dominieren müssen. Auf jeden Fall, ja, ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Entschuldigung für die Ausdrücke, aber beim besten Willen, ne? Fuck off Need for Speed. Kauft das Spiel nicht. Kauft gar nichts, was von EA kommt. Das ist der größte Ranz überhaupt. Also, wie man so eine Scheiße auf die Leute loslassen kann. Wenn du PC-Spieler bist, lass das Spiel im Regal liegen. Lass die auf ihren Kosten sitzen und fertig ist. So eine Scheiße darf man nicht unterstützen. Beim besten Willen. Nee. Gut, und ich bin jetzt erstmal raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, der Tom, der kriegt graue Haare, einen breiten Hintern und Sorgenfalten in der Fresse. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Tom.